Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir ein paar Produkte testen, die so ein bisschen aktuell im Hype sind, die so ein bisschen abgehen wie Schmidts Katze. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir die Produkte selber gekauft, habe aber tatsächlich bei dem einen oder anderen Produkt auch für den Shop, wo ich es gekauft habe, einen Code. Zum Beispiel bei Cosmetic for Less, da könnt ihr mit Claudi 15% sparen. Der Code an sich ist nicht affiliated, aber die Links, alle Links, die hinten so ein Sternchen dran haben, sind affiliated und alle Links, wo ich quasi in die Klammer so ein i reingeschrieben habe, da könntet ihr, wenn ihr möchtet, über iKRAAL euch anmelden und dann über iKRAAL auf die Homepage gehen und dann quasi an diesem Cashback-Programm teilnehmen. Da habe ich mich damals bei Mamako Beauty anfixen lassen, habe mich da angemeldet und ich muss wirklich sagen, es hilft. Bei mir funktioniert das sehr gut. Ich kann mir jeden Monat ein bisschen was auszahlen lassen und es ist immer ganz schön, so ein kleines Cashback-System benutzen zu können. Auf jeden Fall, ne, wenn ihr möchtet, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich mich, wie gesagt, angemeldet und da könnt ihr, glaube ich, 10 Euro Startguthaben oder so den Dreh bekommen. Auf jeden Fall, Cosmetic for Less. Da gibt es diesen mega coolen Primer von Revolution oder iHeart Revolution. Nee, das ist Revolution Candy Haze. Also wie geil sieht das bitte aus mit diesem Swirl hier drin? Und den möchte ich mir zuallererst auf mein Gesicht auftragen. Der sieht, klar, ne, wenn er rauskommt, ist das halt ein Würstchen. Und da sind schon unterschiedliche Farben zu sehen. Sehr aufregend. Was soll der machen? Weightless Primer mit Ceramiden, Hyaluronsäure, Hagebutte, Traubensamen, Camellia Oil ist Kamillenöl und Pansy Extrakt. Was auch immer das ist. Okay, 30 Gramm sind hier drin enthalten und der kommt erstmal auf mein Gesicht. Fühlt sich wirklich sehr, sehr angenehm an. Also sehr cremig halt einfach, ne? Als hätte ich mir jetzt eine sehr schöne, pflegende Gesichtscreme aufgegeben. Und der Hals braucht bei mir auch immer ein bisschen Liebe. Ja, auf den ersten Blick ist ja ganz gut, ne? Zum nächsten Produkt machen wir jetzt mal einen Derm-Preishüpfer. Und zwar habe ich hier von Dior mir gegönnt. Forever Skin Glow, eine 24-Hour Wear Radiant Foundation Perfection and Hydration mit Lichtschutzfaktor 20. Das ist zu wenig. 30 ml haben wir hier drin und ich habe die Farbe, haltet euch fest, 0,5 Neutral, also wirklich heller als hell gefüllt. Und es ist so schwer, ne? Das habe ich mir eben schon gedacht, als ich die Umverpackung in der Hand gehalten habe. Ne? Sehr schwer. Aber hier sind auch klassische 30 ml drin. Ne? Ja. Ja, aber extrem schwer. Oh, die ist relativ flüssig. Also, ne? Die fließt. Da sieht man's. Aber die sieht auf der Hand jetzt, müssen wir mal gucken, ne? Relativ gelb aus. Ich habe mir mal von Rare Beauty diesen Foundation Pinsel gegönnt. Schon vor einiger Zeit und finde den wirklich toll. Ja, ein leichter Gelbstich ist zu sehen. Aber es geht klar, würde ich sagen. Ja, schon, ne? Also die Deckkraft ist toll. Da sehen wir da mal aufgetragen, nur mit Pinseln und nicht mit Schwämmchen eingearbeitet. Und da sehen wir noch nicht. Da sehen wir Rötungen, Augenschatten, Rötungen, Rampampam, Sommersprossen, die mittlerweile rauskommen, weil ich doch das ein oder andere Mal draußen bin mit Sammy. Und das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Gott sei Dank, ich hatte so Angst, dass ich mir so eine sackenteure Foundation kaufe und die dann nichts ist, ne? Das wäre es ja noch. Einarbeiten muss ich mir die Foundation aber definitiv. Da habe ich jetzt hier mir mal von Nabla dieses Schwämmchen geholt. Es ist wirklich ein schönes Schwämmchen. Es ist wirklich weich und angenehm und ja, kann man gut mit um, so, ne? Das Ergebnis gefällt mir auf jeden Fall. Die hat einen Glow mit dabei, was ich schön finde, was ich interessant finde. Der Glow entwickelt sich so mit der Zeit. Je länger die Foundation jetzt so auf meinem Gesicht ist, desto mehr kommt dieser Glow überhaupt raus. Ne? Am Anfang dachte ich nämlich, das könnte mir vielleicht ein Stückchen zu matt sein, aber nö. Scheinbar hat dieses Einarbeiten mit dem Schwämmchen den Glow aktiviert und das finde ich sehr sympathisch. Und ja, sitzt toll, sieht gut aus. Für den Sommer, ne, ist die für mich noch besser, weil ich dann tatsächlich auch ein bisschen brauner werde. Süß am Schnarchen. Und mag ich. Finde ich klasse. Investition hat sich also Gott sei Dank gelohnt. Wir bleiben jetzt in einem ähnlich hohen Preissegment, aber wir switchen immer mal wieder so, ne? Da habe ich mir von Kat Von D oder von KVD Beauty diesen Good Apple Lightweight Full Coverage Concealer bestellt. Da sind 10 ml drin. Das ist die Farbe Light 107, die ich jetzt hier habe. Das gibt es bei Sephora tatsächlich zu kaufen. Ich meine, ja, da gibt es bei Sephora auch immer wieder diese Geschichten, wenn du bei Unlimited mit dabei bist oder wenn du es über die App bestellst, dass du diese
Tüte mit Minis oder sowas bekomme ich. Letztens wurde mir eine komplette Bestellung storniert, weil sie die Tüte nicht mehr hatten. Musste ich nochmal neu bestellen. War ein bisschen ätzend. Ja, sieht hübsch aus. Ne? Also wirklich eine sehr ansprechende Verpackung. Sieht eigentlich so aus, als könnte man hier oben drauf drücken, kann man aber nicht. Hier ist nämlich ein Schwämmchen-Applikator dran. Das ist wieder so ein Füßchen, was ich einfach gerne mag von der Form her. Das ist so ein Stempelfüßchen, ne? Auch hier nehme ich mal ein Pinselchen von Rare Beauty, weil ich ihn einfach habe. Das ist dieser Concealer-Pinsel. Finde ich, ne? Ich benutze sowas viel zu selten. Und dann wird der ganze Klimbim hier eingearbeitet. Benutze ich auch mal direkt als Lidschattenbase, weil ich habe jetzt keine neue Lidschattenbase hier. Offenbar habe ich aktuell einige Rötungen abzudecken. Im ersten Moment hatte ich gedacht, dass der Concealer vielleicht ein bisschen zu trocken und zu fest und zudeckend für mich ist. Aber jetzt so eingearbeitet, gefällt mir das irgendwie. Auch wenn er die Rötung nicht wirklich abdeckt, aber trotzdem irgendwie unter den Augen das richtig macht, so wie ich das gerne hätte, ne? Ja, schön, mag ich. Doch. Ich habe bislang keine Fehlinvestitionen getätigt bei diesen ganzen High-End-Sachen und freue mir einen Keks. Ich habe mir auch von Rare Beauty den neuen Puderpinsel geholt und passend dazu auch ihr Puder in der Farbe Light. Da bin ich ja auch mal super gespannt drauf, weil ne, Rare Beauty, die hauen ja immer nach und nach dann so neue Produkte raus. Dauert ein bisschen, bis die hier in Deutschland bei uns ankommen, aber trotzdem. Das finde ich auch interessant. Du hast hier wirklich nur so ein ganz paar Löcher. Das ist nicht viel, ne? Also wirklich, wirklich wenig. Gut, ich gebe mir das jetzt mal in den Deckel rein. Ja, ist ein schönes Puder. Ne? Aber es ist jetzt nicht so super fein. Ich finde es einfach vollkommen solide und okay. Wirklich, wirklich, wirklich. Nehme ich mir jetzt erstmal mein Schwämmchen. Sette damit meinen Concealer. Also das Schwämmchen ist auch echt klasse, weil das wirklich eine scharfe Kante hat. Und dann auch wirklich, wie oft sagt sie wirklich heute? Das ist mein Lieblingswort gerade. Richtig toll so an den Wimpernkranz so drankommt, ne? Und schön das Ganze settet. Es schaut unter dem Auge, aber um ehrlich zu sein, nicht so geil aus. Also da müssen wir gleich nochmal gucken. Ich werde jetzt erstmal hier mit dem Pinsel und dem restlichen Puder hier drin mein komplettes Gesicht setten. Also die Farbe passt. Das mag ich jetzt aus der Entfernung gerne leiden. Hat schön gesettet und von der Nähe sieht das Ganze auch schön gesettet aus. Doch, das gefällt mir jetzt. Auf der Nase ist das Ganze gerade ein bisschen schlimm geworden. Was ist da los? Keine Ahnung. Nase ist aber, oder Nasenrücken ist immer eine schwierige Kiste, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht. Ich habe da tatsächlich ja bislang jedes Produkt aufgetragen, was ich jetzt im Gesicht trage. War vielleicht nicht die allerbeste Idee des Lebens, denn da habe ich jetzt irgendwie so ein, ich weiß es nicht. Sieht nicht schön aus, Gedönsen, ne? Aber gut. Alle anderen Hautstellen sehen nämlich eigentlich gut aus. Keine Ahnung, warum meine Nase gerade so ein bisschen rausstechen möchte. Ist wie es ist. Puder finde ich jetzt aber auf dem kompletten Gesicht, bis auf die Nase, sehr schön. Und unter den Augen, da müssen wir auch nochmal gucken, wie sich das so entwickelt. Ne? Seht ihr ja gleich aus der Nähe, wenn ich die Lidschattenpalette auftrage. Ich habe keinen neuen Bronzer, aber ich verwende hier so einen, ne? Den kennen wir doch alle. Den Butter Bronzer von Physicians Formula. Das ist ja echt ein tolles Produkt. Und da nehme ich jetzt auch einfach mal hier den Puderpinsel und wärme mein Gesicht ein bisschen auf. Dieser Bronzer ist für mich so ein richtiger No-Brainer, weil der eigentlich immer irgendwie funktioniert, ne? Deswegen, also ich mag den sehr gerne und kann ihn euch empfehlen. Den gibt es halt auch irgendwie bei Rossmann und so zu kaufen. Schönes Produkt. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was, oh mein Gott, was mein Verpackungsherz halt angesprochen hat, ne? Too Faced, da haben wir hier diese Schmetterlingsgeschichte. Too Femme Blush und das verwende ich als Blushleiter, ne? Also guckt euch jetzt hier schon mal die Schmetterlinge an. Also, ne? Jedes Mal, wenn ich dieses Produkt verwende, muss ich an Unbox Butterfly Nicole denken. Ne. Die hat eine Passion für Schmetterlinge, das ist echt schön. Oh mein Gott, das sieht sogar noch schöner aus als hier drauf. Ja, weil das so erhaben ist. Was eine schöne Verpackung. Oh mein Gott, ja. Und von innen, es ist halt ein Schimmerblush, ne? Und es hat halt hier bei den Schmetterlingen krassen Glitzer mit drin. Ja, wir gucken mal. Ich habe jetzt hier von Nabla auch mir einen Pinsel geholt. Das ist eigentlich Foundation-Pinsel, aber ich verwende sowas gerne für Blushes. Ah, okay, gut. Dieses super Glitzerige auf den Schmetterlingen ist nur ein Overspray. Ne? Also das muss man sich da nicht aufs Gesicht auftragen. Da versuche ich jetzt wirklich nur hier bei der Schrift dieses Too Faced zu treffen, um mir das dann hier als Blushleiter aufzugeben. Oh je, Mine, aber da ist ganz schön viel goldener Glitzer mit drin. Ei. Ich hoffe, dass das wirklich nur das Overspray ist, was dann irgendwann weggeht, weil ich bin kein Fan von diesen super Glitzerbomben. Oh je, Mine.
Aber den Blush an und für sich finde ich gut. Ansonsten nöle ich nämlich bei den Too Faced Blushes immer so rum, dass man die ungefähr gar nicht sieht. Den hier sieht man. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Wir gehen wieder zu KVD Vegan Beauty. Die hat auch wieder hier was rausgebracht. Und zwar in der Farbe Taupe 20 habe ich mir bestellt. Die Super Pomade Eyeliner, Shadow und Brow Pigment. Also ich werde die jetzt als Augenbrauen viel verwenden und nachher vielleicht als Eyeliner. Das muss ich mal gucken. Und ja, da habe ich mir jetzt gedacht, Taupe könnte wo passen. Da habe ich auch einen in, von Nabla müsste das sein, auch in Taupe. Oh mein Gott. Zieht euch das mal rein. Oh mein Gott, ist das schön. Oh Gott, da kommt ganz, 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 ganz viel Produkt drauf. Und das ist ein ganz weiches Produkt ist das. Ei, 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 da muss ich sehr vorsichtig mit sein. Ich kann mit sowas nicht um, ne? Holla die Waldfee. Also, ja, ich kann damit noch nicht so ganz so gut arbeiten. Aber ich denke, dass sich sowas im Laufe der Zeit entwickeln kann. Ich bin hier vorne irgendwie ein bisschen groß geworden, ne? Irgendwie ist es cool. Ich muss mal gucken, wie die andere Seite wird. Mit Mühe und Not habe ich die Augenbrauen jetzt so hinbekommen. Es sieht immer irgendwie kastenförmig aus. So schön das Produkt auch von außen aussehen mag. Wir gucken mal, ob das als Eyeliner vielleicht nachher noch funktioniert. Ich werde mir die jetzt aber fixieren. Dann nehme ich jetzt hier, ciao, Essence mit Merve, das Lamination Brow Gel. Das ist einfach mein, ne, No-Brainer. Also diese Augenbraue hat ihr Leben im Griff, während diese Augenbraue so ein bisschen träumerisch unterwegs ist, denn hier vorne ist das irgendwie so ein bisschen nicht so schön geworden. Egal, wir leben jetzt damit und machen weiter mit der Lidschattenpalette. Auch da, ne, Too Faced, diese wunderschöne Schmetterlings-Femme, Too-Femme-Palette. Too-Femme, ich weiß nicht, ob das zum Weltfrauentag gedacht war oder so. Naja, auf jeden Fall haben mich die Too Faced Paletten in letzter Zeit nicht ganz so glücklich gemacht. Deswegen hoffe ich, dass sie es dieses Mal tun. Wir haben ja auch schön so mintige Sachen mit dabei. Und das Ganze sieht ansprechend aus. Und ja, wieder überwiegend, oh Gott, wie schön dieses Pressing ist. Überwiegend matte Töne. Oh, dieser Schmetterling. Bitte geh niemals weg, das ist wunderschön. Die riecht nach Rose. Ich sette jetzt zuallererst meine Lider mit diesem knochenfarbenen Ton hier. Das tat schon weh, au. Hier hat der Concealer ein bisschen gecreased, aber das ist normal, ne? Ich habe ja ein Schlupflid. Unterm Auge geht es klar, aber es sieht schon crusty aus, ne? Zusammen auch mit dem Puder und wenn ich meine Augen halt so komisch mache, sollte man einfach nicht. Man sollte seine Augen nicht komisch bewegen, dann sieht alles auch wunderschön aus. Ja, es steht außer Frage. Natürlich nehme ich mir jetzt hier diesen Mintton und setze mir den hier auf mein bewegliches Lid. Ja, die Pigmentierung gefällt mir. Da kann ich mich gerade nicht beschweren. Da bin ich gerade sehr glücklich drüber. Irgendwie habe ich auch gerade Lust, diesen ja quasi Dunkelpinkton aufzunehmen. Keine Ahnung. Irgendwas zieht mich da gerade hin. Und den setze ich mir hier so außen hin. Eigentlich funktionieren die beiden Farben von der Farbpalette her nicht so unbedingt miteinander, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Jetzt nehme ich den Ton, den ich niemals zerstören möchte, mit diesen Schmetterlingen auf. Da habe ich jetzt so einen ja, Smudger, ne? Und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Oh, der ist heller, als ich erwartet hätte. Dann verdunkle ich mir den einfach mit diesem ja, Schokobraun, Kaffeebraun, dunklen Braun. Jedenfalls hier außen. Ja, ne? Sieht noch ein bisschen merkwürdig aus, aber wir kriegen das schon hin. Jetzt habe ich hier diesen mintigen Ton. Den finde ich ja oberaffengeil, ne? Also den finde ich richtig cool. Ich schaue mal, ob ich den mit einem Pinsel aufgetragen bekomme. Da nehme ich jetzt hier einfach so einen flachen Lidschattenauftragepinsel. Ja, da kommt auf jeden Fall Pigment auf den Pinsel drauf. Den hätte ich ganz gerne hier. Aber der hält nicht so gut, wenn ich das so mache, ne? Ich versuche es mal mit dem Finger. Weil das ist eher ein Topperton, der halt genau für diesen Mintton gemacht ist. Dass man sich erst den, upsala, den matten Mintton aufgibt und den dann mit diesem Topperton toppt. Da nehme ich mir mit dem Pinsel, wo ich am unteren Wimpernkranz schon gemacht habe und sauber gemacht habe, gerade auch was. Satz. Okay, Pinsel. Habe ich eben schon am unteren Wimpernkranz verwendet, habe ich jetzt sauber gemacht. Und da gehe ich jetzt in diesen Schimmerton rein, der auch so, ja, violette Flakes mit drin hat.
Und den setze ich mir doch jetzt schön in den Innenwinkel rein. Und auch unter die Augenbraue darf dieser Ton als Highlight. Also der hat schon einen Glitzer mit drin, ne? Schon der im Schimmer. Aber ich finde den jetzt zum Look sehr passend. Ja, also die Palette ist schön, der Look gefällt mir. Er schreit jetzt nicht nach High-End, ne? Die Palette sieht auch von der Verpackung her sehr, sehr schön aus, aber ein kleiner Tipp, wenn euch dieser Look gefällt, dann schaut euch doch vielleicht mal die Essence Welcome to Miami Palette an, weil ich glaube, dass man damit genau den gleichen Look zaubern kann. Jetzt mal ohne Witz, ne? Also, sehr interessant. Also ich finde es schön, ich mag es gerne leiden, es ist schön frühlingshaft, aber ich brauche definitiv einen Eyeliner, weil ich hier unten jetzt ja auch so dunkel geworden bin, muss ich oben auch wieder dunkel werden, weil das ansonsten zu traurig aussieht, damit das Auge so runtergezogen. Deswegen nehme ich jetzt hier von Kat Von D, ach Quatsch, von KVD Vegan Beauty diesen, ne, Gedönsen und ziehe mir damit einen Eyeliner. Ich schaue auch mal, ob ich diesen Pinsel noch finde. Das ist der Sigma Eyeliner E05. Da fragt ihr mich jedes Mal nach, wenn ich den verwende. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Eyeliner-Pinsel. Damit verwende ich auch gerne so Eyeliner, die man so aktivieren muss. Von Suva zum Beispiel mit Wasser. Also, ne, der Eyeliner ist jetzt ein bisschen zurückgehaltener, ein bisschen heller, als man das normalerweise so bei mir kennt. Aber ich finde, dass es sehr gut passt. Vor allem passt es natürlich zu der Augenbrauenfarbe, was ich gerade richtig geil finde und auch von der Idee her cool finde. Und ja, deswegen, den werde ich öfters mal verwenden. Also die beiden Augenbrauen und Eyeliner-Gedönsen so in Kombi, ne? Weil das Sinn ergibt und schön aussieht. So, wir waren jetzt eben beim Primer von Revolution. Jetzt habe ich hier auch das Candy Haze Sweet Dreams Fixing Spray. Und das gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Mit Wolken und mit Kugeln. Das riecht sehr süß, sehr, sehr süß. Aber ja, ne, fühlt sich erstmal so ganz gut auf dem Gesicht an. Hat jetzt so keine Flecken oder sowas gebildet. Mag ich gerne leiden. So, und jetzt kommen wir zu einem Hype-Produkt. Alto Belly. Wie viel Werbung möchtest du dafür senden? Ja. Revolution 5D Lash Pow Extreme Volume Mascara. Also wenn die mich jetzt echt nicht vom Planeten beamt, ne? Wirklich, wirklich. So viel Boom, Bang, Lash Pow, Taralalem, wie man da dazu als Werbung bekommen hat, das ist echt der Wahnsinn. So schaut das Schätzelein aus. Also von der Verpackung her einfach, ja, schlicht, aber die Schrift ist am Schreien. Und man soll ja hier oben, glaube ich, drücken, ne? Genau, und dann geht die auf, ist natürlich total fancy und hat dann hier einfach ein Kunstfaserbürstchen, was sehr voluminös aussieht, also sehr viel Produkt ist dran und sehr viel Puff. Ja, riecht nach Mascara. Dann soll sie jetzt mal zeigen, was sie drauf hat, ne? Also jetzt, ich bin super gespannt. Ich bin wirklich super gespannt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, doch. Also, die kann was, ne? Die lässt sich auf jeden Fall sehen. Die verklebt jetzt natürlich in der dritten Schicht ein bisschen die Wimpern, aber ich mag das ja ganz gerne. Macht einen schönen Schwung rein, macht ein schönes Ergebnis und rundet den Look echt toll ab. Also, das gefällt mir tatsächlich. Ob sie jetzt so super hype-mäßig unterwegs ist, keine Ahnung. Aber es ist eine der besten Mascaren, die ich jetzt in letzter Zeit getestet habe, die neu auf den Markt gekommen sind. Bin ich mal ehrlich. Weil da ist doch in letzter Zeit auch sehr viel, naja, Gedönsen rausgekommen. Die gefällt mir. Kann ich empfehlen. Doch, schaut ihr euch an, wenn ihr sowas interessant findet. Die ist jetzt nicht so super günstig, aber ist vielleicht auch eine gute Alternative zu einer L'Oreal Air Volume oder sowas, ne? Genau. Deswegen, schöne Geschichte. Ja, auf die Lippen gebe ich mir von Revolution einfach Pout Pomp in der Farbe Kiss diesen Lipgloss auf. Den finde ich einfach gerade passend, finde ich schön. Ich habe irgendwie jetzt kein mega Hype-Lippenprodukt gesehen, was mich so selber auch begeistert hätte. Und nachdem fragt ihr mich tatsächlich auch relativ häufig, wenn ich den drauf habe, in einem was ich da auf meinen Lippen trage. Und das ist eigentlich meistens halt dieser Lipgloss tatsächlich. Und den mag ich auch gerne. Ja, meine Haare sind jetzt gerade ein bisschen ölig. Ich habe ein bisschen Pflegeöl drin, weil ich bin aktuell oben halt am Renovieren. Und meine Haare waren gestern voller Kleister. Und dann musste ich die halt auswaschen. Die waren so trocken. Da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen Öl reingegeben, damit die etwas wieder Leben bekommen. Ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look mit den Hype-Produkten, die ich jetzt einfach mal nachbestellt habe.
Eigentlich gefällt mir vollkommen, was ich sehe, ne? Also ich finde, das kann sich echt sehen lassen. Ich mag das gerne. Es sieht frühlingshaft aus. Passt jetzt auch gerade zu meinem Shirt, ne? Türkis und Grün, das ist voll geil. Ja, keine Ahnung, bei der Too Faced Palette, wie gesagt, schaut euch da auch einfach mal die Essence Welcome to Miami Palette an, weil ich würde sagen, das kriegt ihr damit auch auf jeden Fall hin. Blush, ja, ist für ein Too Faced Blush sehr schön tatsächlich, aber ja, auch das finde ich schöner und besser in der Drogerie. Mit den Augenbrauen muss ich mich noch anfreunden, wobei ich das jetzt so im Gesamtkonzept gar nicht so verkehrt finde, ne? Die Foundation finde ich geil, gar keine Frage. Ja, ne? Schreibt mir gerne, ob ihr die Produkte auch schon getestet habt oder ob es Produkte gibt, die ihr super interessant findet, dass ich die mal testen soll. Das würde mich echt interessieren. Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!